Hallo miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Etappe. Wir sind wieder auf der Grand Tour unterwegs. Gestern noch nach Bern gefahren. Super Wetter jetzt heute Morgen. Und schauen wir mal unsere Aussicht an. Du machst hier Abwasch? Ja. Wir haben jetzt gerade fertig zu Morgen gegessen. Jetzt muss noch etwas abgewaschen werden. Und auch noch vom gestrigen Nacht. Ja, dann geht es dann schon gleich los. Das Wetter ist super. Sehr gut. Heute ist Karfreitag. Das heisst, wir sind am Donnerstagabend nach dem Arbeiten noch losgefahren. Wir haben jetzt hier übernachtet, wo wir schon im letzten Oktober übernachtet haben, wo wir am Camping Caravan-Ausstellung sind. Das Video sehen wir hier oben. Und jetzt geht es dann weiter Richtung Burgdorf. Dort wollen wir nämlich gehen, wie es der Name schon sagt, Burg anschauen. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz vom Hallenbad, weil der andere Parkplatz, den ich eigentlich ursprünglich wählen und euch auch in die GPS-Daten rein tun kann, hat leider eine Höhenbeschränkung von 2,30 m. Also mit Bus, VW-Bus, top, sonst flop. Aber macht nichts, wir haben Platz gefunden, jetzt das Ticket holen und dann gehen wir mal die Burg anschauen. Die zwei machen sich jetzt auch die Steine darauf. Aber wirklich darauf. Wie ihr jetzt hier seht, wir sind ja so Glückspilze. Meistens bei so Burgbesichtigungen hat es immer eine Baustelle. Wir können es auch anders sein, wie ihr seht, jetzt auch gerade. Ja, nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Aber ich glaube, wir kommen wieder einmal. Heute Morgen sind wir also hier gestartet. Wir sind dann gerade auf die Grand Tour alles nachgefahren bis auf Burgdorf. Dort hat ja leider der erste Parkplatz eine Höhenbeschränkung gehabt, aber der zweite beim Hallenbad ist nicht weit weg. Anschliessend machen wir uns jetzt auf den Weg zu der Emmentaler Schaukäserei. Sind wir bei der Schaukäserei in Emmental angelangt, nächste Station. Und da gehen wir jetzt, glaube ich, mal schauen, ob es einen Kaffee und vielleicht ein Meringue gibt. Das ist auch, glaube ich, eine Spezialität von hier auch. Ich glaube, in die Schaukäse gehen wir wahrscheinlich nicht rein, weil die haben wir ja schon gesehen. Im Appenzell, Link ist hier oben.
Mal schauen, was uns da sonst noch erwartet. Also, gehen wir. Jetzt wissen wir auch, wo der Osterhals wohnt. In der Emmentaler Schaukäserei. Also Meringue haben wir keinen gehabt, aber einen Kaffee. Einen feinen Kaffee, ja. Und dann sind wir noch ein bisschen bösteln. Hat sich gerade so angeboten. Sehr feine Sachen. Ja, also man kann dort durch den Shop fast nicht laufen, ohne dass man nicht etwas postet. Man könnte auch dort Meringue posten. Haben wir jetzt aber nicht gemacht. Dafür haben wir gekauft feinen Käse, Emmentaler Rahmkäse, dann einen Weichkäse irgendwie und einen Emmentaler Landjäger Zöpfe. Ah ja. In der Bäckerei sind wir auch noch genau. Und Landjäger haben wir noch gekauft. Geräucherte Landjäger. Und das tun wir jetzt zu Nacht essen. Das gibt so eine kalte Platte zu Nacht sozusagen. Leider nicht dort, wo wir eigentlich hätten wollen, weil ich habe uns einen Stellplatz ausgesucht bei einem Bauernhof, der sehr in der Nähe von der Schaukäserei ist. Wäre mega schön gewesen, leider schon voll gewesen. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von unserer Route, sind zurückgefahren auf Huttwil ins Flyerberg. Dort hat es einen gratis Stellplatz mit sogar gratis Strom, der aus Sonnenenergie ist, soviel ich weiss. Also sind wir völlig grün hier im Moment. Sehr gut. Morgen ist Samstag, dann sollte dein Werk eigentlich offen haben. Also gehen wir dort noch schnell schauen und nachher geht es dann weiter. Auf Grand Tour. Station, wer denkt, wie heisst es? Trubschachen. Trubschachen bei Sumiswald oder so? Nein, Sumiswald und dann Trubschachen. Und dort gibt es eine süße Überraschung. Aber zu dem erst später. Okay. Guten Morgen miteinander. Wir haben hervorragend geschlafen. Die Nacht ist es allerdings schon etwas kühler geworden. Wir hatten noch knappe 10 Grad heute Morgen im Auto. Draussen war es glaube ich etwa 4 Grad. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in die Flyer ein bisschen schauen, was es dort so zu sehen gibt. Euch lassen wir allerdings hier, weil Velofahren, ausprobieren und gleichzeitig filmen macht sich nicht so gut, aber wir werden euch berichten. So, jetzt haben wir gerade noch schnell unser WC neu gemacht an der Servicestation. Also nicht die Servicestation, sondern die da hinten. Und ja, die Führung war sehr interessant gewesen. Also man muss es so sagen, wir wollten einfach schauen. Und dann hat es aber gerade von der Zeit her, haben sie uns gerade angefragt, ob wir eine Werksführung machen wollen. Sie würden jetzt gerade eine machen. Wir ja klar, okay, Zeit haben wir. Ja, und dann zuerst hat es ausgesehen, wie wenn wir fast eine Privatsführung hätten. Aber es sind dann gleich noch 4 oder 6 andere Leute dazugekommen. Genau. Und sogar doppelsprachig. Also er hat es dann auf Französisch und auf Deutsch gemacht. Mhm. Und es war wirklich sehr interessant gewesen. Und ja, blöderweise haben wir jetzt euch nicht dabei gehabt. Das wäre jetzt interessant gewesen für euch. Aber ja, ich weiß nicht, ob man das hätte dürfen, aber es ist auf jeden Fall sicher lohnenswert. Bei uns ist jetzt heute Samstag und die Werkstatt hat in dem Sinne nicht gearbeitet, aber ich glaube, sie machen auch Führungen, wenn sie am Arbeiten sind. Dann ist es sicher ein bisschen lauter. Jetzt war alles schön ruhig gewesen. Man hat ihn gut verstanden. 50'000 Velos bauen sie da pro Jahr. Genau, und die Hälfte von diesen Velos gehen auf Deutschland. Und krass. Der Rest geht auf Belgien, Luxemburg, Norwegen, ein Teil. Holland. Holland, ja. Ja. Also nur etwa ein Viertel bleibt in der Schweiz. Mhm. Auf jeden Fall, ja, wir haben dann auch noch diverse Sachen ausprobieren und haben jetzt einen Katalog mitgenommen. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann mal Elektro-Velo. Aber da müssen wir, glaube ich, dann noch mal ein bisschen über den Beweis. Ja, über die Bücher mal noch mal genauer. Aber es ist wirklich cool, wir haben jetzt können alles testen, was wir wollen. Und es ist eigentlich, wir haben gar nicht alles auf dem Plan gehabt, so. Aber wir sind nicht daher gekommen, um Velo zu testen. Aber es hat jetzt wieder mal für uns sehr wir gut haben einfach aufgegangen. Glück gehabt. Sehr Glück gehabt. Und jetzt? Geht's jetzt? Weiter. Fahren wir an einen süßen Ort. Oh,
gesehen, sind wir jetzt hier bei der Kambli. Die süße Versuchung kann kommen. Genau, und jetzt gehen wir mal schauen. Das ist Kambli Erlebnis. Mal schauen, was es hier zu erleben gibt. Und hoffentlich gibt es noch Kaffee und Gutzli. Ja, und sonst kaufen wir halt einfach Gutzli. Aber ich freue mich vor allem auf Butterherzli. Das sind meine Lieblinge. Ich gehe suchen. Du, ich habe etwas gefunden. Was? Kein Butterherzli, aber Knäckebrot. Habe ich nicht gewusst. Mit einem feinen Aufstrich drauf. Super. Willst du auch probieren? Ja, sicher. Ist noch recht fein. Ist gut. Kann man geben. Ja, ich habe meine Lieblings gefunden und sie sind gerade da. Der Klassiker schlechthin. Brezeli von der Kambli. Olivenstängel und Tomatenstängel. Die schmecken im Fall wie in einer Pizzeria. Es ist ja so. Schoki habe ich sehr gerne, aber allzu viel kann ich nicht essen. Aber salziges, das ist gefährlich. Ich habe gar nicht gewusst, dass Kambli so viele salzige Sachen hat. Du? Ich auch nicht. Also, jetzt ich bin mehr in der Salzabteilung, glaube ich. Oliven ist auch fein. Also, wie ihr seht, sind wir ständig am Futtern. Ja, das ist unglaublich. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Sorten gibt von der Kambli. 100 verschiedene Sorten. Also, ja, alles kannst du nicht probieren, weil also mir wird es nur schon beim Zuschauen schlecht. Ja. Ich glaube, jetzt gehen wir dann zuerst einen Kaffee trinken. Damit wir nachher wieder mögen. Und dann gehen wir wieder probieren und dann machen wir einen Einkauf. Machen. Ja. Aber dann müssen wir uns dann ein bisschen entscheiden, gell? Das wird schwierig. Einmal alles. Ja, dann brauchen wir einen Lastwagen. Das Wohnmobil voll gut. So, wir haben eingekauft. Ja, wir haben eingekauft. Mehr wieder, was man gedacht hat. Und ich muss jetzt zu aller Schande gestehen, die Butterherzli, die sind glaube ich von der Konkurrenz. Von den Wernli. Aber es hat auch bei der Kambli ganz viel, was ich gerne habe. Wir haben dementsprechend eingekauft, wie ihr jetzt hier gerade unten werdet sehen. Loie. Schokischümmeri. Die sind super. Tomatenstängel. Das sind deine Klassiker. Brezeli. Dann haben wir hier Dinkelcracker. Bärentatze. Schokiherzli. Und klassische Nussstängeri. Jetzt gibt es noch einen kleinen Fussmarsch. Ja. 10 Minuten, laut Google. Ich behaupte, es ist nicht so lang. Ich glaube auch nicht. Und zwar in die Schautöpferei. Was Schautöpferei? Ist wohl, stimmt? Ja, Schautöpferei. Leider haben wir nicht filmen, aber es hat sehr, sehr viele schöne Sachen. Alles Handarbeit natürlich und auch handbemalt. Und Fabienne hat auch sich etwas, oder wir haben uns etwas gekauft, was sich Fabienne schon lange gewünscht hat. Ja, und zwar jetzt ist es eingepackt. So ein schöner, so eine Milch-Tee-Kanne, so halt richtig. Urchig. Burchig, genau. Und Handarbeit. Mit Blümli-Muster. Mit Blümli-Muster, ja. So hellblau. Und ich freue mich schon, das erste Mal meinen Tee da drin zu machen.
Gestern sind wir noch weitergefahren bis hier auf Willisau. Wir haben dann hier, wie man hier hinter uns sieht, einen Parkplatz respektive einen Wohnmobilstellplatz gefunden. Der ist gerade beim Feuerwehrdepot. Es hat Platz für 6 Wohnmobile. Wir haben dann ein bisschen neben parkieren. Also muss ich sagen, die 6 Wohnmobilplätze, die sind einfach ausgestattet mit Strom. Man zahlt pro Nacht 10 Franken, kann man in ein Kuvert anschreiben und in den Briefkasten rühren. Es hat Fähr- und Entsorgung. Und ja, der Platz ist genug gross. Also wenn jetzt jemand mal keinen Platz mehr hat mit Strom und nicht auf Strom angewiesen ist, dann kann man gut nebendran, so wie wir, parkieren. Genau. Ist tipptopp gegangen. Und jetzt ist ein neuer Morgen und jetzt gehen wir mal schauen, ob wir zu den Willisauer Ringli können, weil die kommen von hier. Wobei, heute ist Ostersonntag. Vielleicht haben sie nicht offen, aber wir können mal von außen schauen. Wie ihr jetzt gesehen habt, sieht man hier die Produktion rein. Heute ist aber leider zu, es gibt einen Laden. Und ich weiss jetzt aber nicht, ob man, wenn man in den Laden rein kann, ob man auch in den Raum rein könnte, weil es hat also Plexischeiben vor diesen Bändern, ob man auch rein könnte, um gerade näher dabei zu sein, um zu schauen. Aber was man sicher kann, ist in den Laden und sich eindecken mit Willisauer Ringli en masse. Die Willisauer Ringli waren neu. Jetzt machen wir euch auf den Weg in die Altstadt sozusagen, weil die ist nämlich mega schön und die wollen wir euch unbedingt zeigen. Wie ihr gesehen habt, Städtli Willisau ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Man kann auch sehr gut essen hier. Wir sind nämlich nicht das erste Mal hier. Mhm. Und jetzt geht es aber noch jemand hin, wo ich unbedingt hin wollte, und zwar ins Museum Radio Beromünster. Erreichen Sie das Ziel. Koordinaten. Das Ziel liegt rechts. Das dort war der Sendemast. Und jetzt ist es eben auch ein Kunstmuseum. Könnte man gerade ein bisschen Nase bohren? Man könnte hier rein, kann man eine farbige Flasche posten für 5 Franken. Dann kann man die hierher machen und dann könnte man mit dem Zugseil das Auto taufen. Aber irgendwie ist der Mechanismus, glaube ich, nicht mehr so ganz da. He? Kannst du das Geld runterrühren? Irgendwo da unten liegt Geld. Das ist jetzt
mal wieder ein bisschen schade. Ich habe zwar richtig geschaut, dass am Sonntag offen ist auf der Webseite. Leider habe ich nicht gesehen, dass es erst ab 14 Uhr eine Führung gibt. Und wir sind jetzt doch sehr früh da. Und weil wir heute eigentlich noch etwas anderes anschauen wollten, tun wir jetzt das verschieben. Das machen wir ein anderes Mal, aber es sieht sehr vielversprechend aus. Ich finde, für alle, die sich so ein bisschen für diese Geschichte interessieren, das unbedingt das Must. Es ist sowieso gerade an der Grand Tour Straße, also man verliert absolut keine Zeit, man muss nicht abweichen. Wir kommen nochmal. Die Gegend ist ja zwar schön da, aber es sind halt gleich immer die gleichen Fahrbildchen und darum machen wir das jetzt ein bisschen schneller. Und schon sind wir da, und zwar am schönen Schloss Hallwil am Hallwiler See. Wer weiß, vielleicht habe ich ja noch Vorfahren und das Schloss gehört eigentlich mir. Man weiß es nicht so genau. Was hast du entdeckt? Ich habe hier ein Spiel entdeckt. Spielregeln, Cup, Spielregeln. Und das Material dazu findet man hier in einer Kiste. Aber ja. Irgendwie, ich glaube, ich check es besser, wenn ich es einfach könnte spielen könnte, als wenn ich muss lesen und mir das vorstellen muss. Also, mit diesen Blöcken hier, die stellt man auf. Das kommt ganz in die Mitte vom Spielfeld. Und mit denen muss man es nachher so werfen. Und muss dem Gegner seine Pflöcke hier treffen. Und dann kann man den Pflock vom Gegner quasi in sein eigenes Spielfeld rein tun. Und dann muss der Gegner den eigentlich auch wieder mit rausspielen. Und der zuerst alle seine Pflöcke weggespielt hat, der hat gewonnen. Ich glaube, so habe ich es mal gespielt. Ich glaube, es geht so. Wir haben den Hofeintritt gelöst. Das ist 3 Franken pro Person. Da dürfen wir in den Innenhof und in die Mühle. Und die Mühle haben wir jetzt müssen fragen, weil wir haben sie nämlich nicht gefunden. Die ist nämlich gar nicht im Innenhof. Nein, man muss raus. Und rundherum laufen und dann noch über die Straße und dann sollten wir sie dort sehen. Auf jeden Fall ein normaler Eintritt fürs Museum kostet 14 Franken pro Person. Und was gibt es noch zu sagen? Ja, es gibt also die Reifeisenkarte haben, die kommen vergünstigt oder besser gesagt gratis rein. Und was auch noch zu sagen ist, so die Führungen, die zahlt man zum Teil separat. Jetzt heute, weil ich wie Ostersonntag ist, wär's gerade dabei gewesen, wenn man die Runde gezahlt hätte für 14 Franken, wo man alles hätte können anschauen. Genau. Haben wir jetzt nicht gemacht. Dafür haben wir ein feines Wienerli mit Herdöpfelsalat gehabt. Sehr gut. So, wir sind ein bisschen müde. So viel schauen macht müde. Unser nächster Halt, wir probieren es einmal, ist jetzt in Sempach und zwar auf dem TCS Campingplatz. Reserviert haben wir nichts. Wir probieren es einfach mal, vielleicht haben wir Glück und können dort die Füße. Nachher von dort wäre es eigentlich nicht mehr weit bis auf Luzern, aber Luzern kennen wir schon so gut, Luzern machen wir nicht. Das heisst, morgen gibt es einen Relax-Tag. Und darum endet für euch jetzt hier die Etappe. Wie immer gibt es alles auf dem Internet noch zum Abladen und mit Karten, GPS-Karten und so weiter und so fort. Also schaut euch mal bei uns auf der Webseite vorbei. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Ja, könnt uns auch gerne einen Kommentar hinterlassen, was euch gut gefallen hat. Und wenn dem so ist, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Würde uns sehr freuen.
Und nicht vergessen, abonnieren und das Glöckchen drücken, damit ihr das nächste Video auch nicht verpasst. Weil das kommt dann schon gleich. Genau. Dann sagen wir tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Zwefa und Tour. Tschüss. Ciao.